Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crisis 3. Tolle Betonung auf jeden Fall wieder. Alles klar, aber nur, solange es nötig ist. Er muss sich kurz mal hier fangen. Warum sieht der Heli gerade so stark verpixelt aus? Moment mal. Hat sich da was an der Grafik getan? Ja, ich kann leider nur die Texturauflösung auf niedrig stellen. Hatte ich ja schon gesagt. Gucken, wie wir nehmen. Alle mal herhören. Naja. Aber naja. Ist ja. Es sieht ja trotzdem hammermäßig aus, das Spiel. Also, das soll man ja. Oder kann man auch nicht leugnen, es ist auch eigentlich sehr, sehr. Und halt, Leute. Und sichert euch gegenseitig. Noch Fragen? Was ist der Sinn des Lebens, Sergeant? Sieh mich auch, Gomez. Und jetzt gehen Sie da raus und holen Sie sich seinen Kopf. Seinen Kopf. Wo kam das her? Das kam nirgendwo her. So. Genau, ihr wisst instant, wo ich bin. Nein, worauf ich zum Sprechen gerade noch kommen wollte, dass Crysis 3 eine hammer gute Grafik trotzdem hat. Auch wenn man die Texturauflösung nur auf Schnauze. Schnauze. Lebt immer noch. Jeder lebt immer noch. Jetzt aber nicht mehr. So. Der oder was tut mir immer noch? Naja, egal. Jetzt zum dritten Mal, weil ich wieder unterbrochen wurde. Das ist hammer gut gemacht, dass Crysis trotzdem noch recht gut aussieht, beziehungsweise hammer geil aussieht. Alter. Dass man das auch auf den niedrigen. Scheiße. Tot. Die habe ich nämlich zu spät gesehen. Ja, Romeo auch auf niedrigen. Ich übernehme die Kontrolle. Ich brauche einen Link in den optischen Ausgang des Nanosuits. Over. Alles klar. Aber nur, solange es nötig ist. So, dann werden wir uns mal die Leute fix markieren. Ja, dass man halt Crysis 3 auf Texturen auf Lösung niedrig spielen kann, das Spiel trotzdem noch hammermäßig aussieht. Das ist echt gut gelungen. Hat natürlich auch vielleicht ein bisschen was mit der Konsolenportierung zu tun, dass das dann besser aussieht. Da die Konsolen an sich ja nicht so großartig sind. So, bei der jetzt kurze Störung war es eben gewesen. Und ihr hört mein Mikrofon überhaupt an? Ja, ist es. Ja, mit der Konsolenportierung halt. Da die ja trotz dem versuchen, alles rauszukitzeln an Grafik und alles, man sieht eigentlich kaum, natürlich sind die PC Land Sachen Texturen doch noch im Vorteil im Gegensatz zu den Consoleros. Aber es ist trotzdem sehr ansehnbar oder anschaubar von den ganzen Spielen auf PC und PC an sich, wenn man jetzt den direkten Vergleich macht. Gut, dass ich da schön im Wasser gegangen bin, dann können die mich jetzt nicht sehen. Ja, und das mit der PS4, denke ich mal, ist auch jetzt schon allen geläufig, dass Sony sich dazu geäußert hat. Und falls es noch keinen bekannt ist, Sony hat sich jetzt, ich kann es jetzt mal so sagen, Sony hat sich letzte Woche oder so, im Februar noch zu der PlayStation 4 geäußert. Sie wird PlayStation 4 heißen. Wird zum Weihnachtsgeschäft diesen Jahres rauskommen, sprich irgendwann so 23. 24. Dezember oder beziehungsweise in der Woche vor Weihnachten wird die PlayStation 4 erscheinen. Ja, ich rede ganz schön schnell gerade schon wieder. Das muss ich jetzt erstmal wieder richten, normale Rede und ihr es auch versteht, was ich sage. Ja, die PlayStation 4 halt, die wird. Also es sind ein paar technische Details natürlich erst rausgekommen. So viel steht nun noch nicht fest, da sie ja noch 9 Monate Zeit haben, bis es
zum Release, zum endgültigen Release kommt. So viel, also was ich über die PlayStation 4 weiß, also es wird keine Abwärtskompatibilität sein, beziehungsweise geben. Also die PlayStation 4 kann keine PlayStation 3 Spiele und 2er und 1er abspielen können. Das ist bei der PlayStation 3 ja ähnlich. Scheiße. Okay. Ist ja bei der PlayStation 3, wie gesagt, ähnlich. Ich und sie labert mir schon wieder zwischen. Ich brauche einen Link in den optischen Ausgang des Nanosuits. Over. Alles klar. Aber nur, solange es nötig ist. So, ich werde mir hier nochmal fix markieren. Ja, die PlayStation 3 konnte. Oder ist ja auch nicht wirklich abwärtskompatibel. Also, man muss, kann wirklich sagen, nicht wirklich. Da die ersten PlaySys. Also, die ersten PlayStation 3s. Waren dies ja noch. Sofern die also mit der Slim, beziehungsweise ja, mit der Slim Edition, ist das natürlich dann nicht mehr der Fall gewesen. Also die PlayStation 3 Slim Edition ist rausgekommen und pam, wurde neuer Layer, beziehungsweise neuer Laser und all und drum und dran eingesetzt und eingebaut, welche die PlayStation 2 Spiele nicht mehr lesen kann. Ist jetzt schon wieder so ein zweischneidiges Schwert. Manche haben noch eine PlayStation 2 und können diese Spiele dementsprechend noch spielen. Und manche haben die halt verkaufen müssen. Ja, was heißt müssen? Oder haben es verkauft und haben sich davon halt die PlayStation 3 gekauft von dem Geld. Ist zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so schlecht gewesen, da die anfangs PS3 ja noch abwärtskompatibel war. Jetzt kommt natürlich jetzt der Rückschlag. Manche haben sich dann die neue PlayStation 3, also die Slim Edition, geholt, weil sie, keine Ahnung, eine größere Festplatte oder wie auch immer haben wollten. Und dann haben viele festgestellt, jo, Moment mal, die PlayStation 2 Spiele konnten nicht mehr gespielt werden. Ja, das ist natürlich blöd. Entweder hat man halt die alte behalten. Ich werde noch von irgendwo gesehen. So, nochmal zurück und Jungstuben, da kann ich nochmal lang. Und irgendwas kodieren. Ich weiß aber nicht was. Ich muss so da oben hoch. Also gehe ich ja eh so gesehen falsch. Und werde hier lang laufen. Ja. Wie gesagt, das kann die PlayStation 4 nicht. Es gibt auf jeden Fall noch sehr, sehr viele tolle Dinge. Ich sag jetzt mal, die PlayStation 4 Black nachher kann. Black Hell City, Kontakt! Ziel ist es Golf 5, ich wiederhole! Ziel ist es Golf 5, Schichtverstärkung, over! Oh, heck. Black Tail Oversight, hier ist Black Tail. Verdammt. Haben Sichtkontakt für Ziel in Meter 4. Oh mein Gott. Hoffentlich kann ich den jetzt nochmal hacken. Ansonsten bin ich. So, jetzt aber ein bisschen mehr. So, ich werde aber hier nochmal eine kurze Pause machen. Eventuell noch was an der Audioeinstellung ändern und bin gleich wieder da. So, und da bin ich wieder und weiter geht's. Das Geschütz haben wir gehackt, ganz erfolgreich. Und da sind noch bedeutend mehr Leute hier im Umkreis. Das sieht man unten links auf der Karte durch die gelben Pfeile. So, boah, ich PS4, ja genau, die Optik, ups, ich puste schon wieder so doll mein Mikrofon, ich bin voll, damit bin ich auch voll, wahrscheinlich so ein, ich sag jetzt mal so ein, womit kann man das denn vergleichen, ja, also das typische PS3 Design, praktisch. Also von der, nicht von der Super Slim, sondern von der normalen Slim. Und dann aber nicht so gewölbt oben, sondern eckig halt. Richtig schön kantig, aber der Rest Design so mit den Knöpfen, mit den Anschalt- und anderen Knopf da. Und die Datenbank hat wieder was zu lesen. Also werden wir kurz mal vorlesen. So, Analyse des Fulton-Staudamms. Ladung.
und wichtig, Übersicht. Die beiden Generatoren des Fulton-Staudamms versorgen das gesamte automatische Abwehrnetz von Cell mit Energie. Energiesysteme des Primärziels Energienexus werden von hier gespeist. Zerstörung des Fulton-Staudamms schwächt Cells Defensivkapazität im gesamten Dom deutlich um etwa 75%. Es besteht keine Verbindung zwischen dem Energienexus und den Abwehrsystemen. Hypothese: Verbindung der beiden Netze ist äußerst riskant. Wahrscheinlichkeit 88%. Ja, dann nochmal zum Aussehen der PS4. Also man schätzt es so ein. Okay. Also die wird wahrscheinlich dann so aussehen wie die PlayStation 3 Slim. Okay. Und dann aber in eckiger Form. Ob dazu was bekannt ist, das weiß ich gerade nicht. Die schon mehr oder weniger gezeigt wurde. Aber der Controller wurde vorgestellt. Der sieht, ich sag jetzt mal, ja, eigenartig aus. Es ist ein klassischer PlayStation 3 Controller, klar. Aber er hat vorne so ein Feld so für Move, sag ich jetzt mal. Also der soll auch Romeo mehr... Romeo 1, der Fulton-Damm läuft vollautomatisch, aber die Generatoren haben Ausfallsicherungen. Wenn sie die auslösen, fällt der Strom aus. Es soll ja die so eine Move-Steuerung da mehr eingebracht werden. Upsala. Alle Einheiten, wir Türme 1, Profits sind weniger als 2 Minuten hier. Also kommt her und versohlt ihm den Arsch. Oh Mann. Keiner mehr wird mir den Arsch versohlen, weil ich das nicht zulasse. Die Griffe halt von dem Controller. Die sind etwas länger gezogen, so wie, bestimmt besser von der Handhabung und alles. Sieht aber, ich sag jetzt mal, er sieht gewöhnungsbedürftig aus. Ist natürlich jetzt kein niegelnagelneuer Controller. Einfach nur vorne ein bisschen mehr für Move dran. Ich sag jetzt mal so ein komisches, das sieht eine, wenn man jetzt drauf guckt, so aus wie ein Display vorne. Das ist wohl der Move-Sensor, den sie da reingebaut haben. Natürlich wird PlayStation Move dafür weiterhin geben. Ist keine Frage, auch wenn da ein bisschen mehr in den Controller eingebaut wurde. Oh, ich hab keine Energie mehr. Geh dann jetzt mal ein bisschen weiter vor. Ja, aber trotzdem so an sich, die Analogsticks wurden ein bisschen verändert. In der Hinsicht, dass die Analogsticks sind ja bei dem alten PS3-Controller, sag ich jetzt mal, angeraut. Der sitzt mit dem fetten Geschütz. Okay, saß. Und so rund oben. Das wird der neue PS4-Controller nicht mehr haben. Diese Analogsticks werden dann wohl mehr den der Xbox gleichen. Also der von der Xbox-Controller, die sind ja so mit einem Loch, sag ich jetzt mal. Mit einem Krater da drinnen. So dass die Daumen da besser drinnen liegen und man einen besseren Halt hat. So wird das wahrscheinlich dann sein. Oder wird sein, also bei GamePro, da in irgendeinem PS4-Betricht, wird der Controller ja auch schon gezeigt. Also alles, was ich da jetzt gerade so rede, ist von der GamePro. Ich tue mich da über jeglichen Kram eigentlich sehr belesen und interessiert mich auch wenn neue Spiele rauskommen drum dran. Interessiert mich alles. Und der Typ, der nervt. Ja, jetzt mal ein bisschen zur Hardware. So viel von der Hardware ist nur noch nicht bekannt. Soweit ich weiß, beziehungsweise was in der GamePro stand. Wird halt sein, oder wird sein, kann sein, wie auch immer, dass die PS4 einen 8-Kern-Prozessor von der AMD bekommen.
so ein FX 3, nee, 7000 oder 3000, keine Ahnung, AMD FX halt. Und eine 8 GB ATI